Am Wort ist nun Dagmar Belakovic von der FPÖ. Zwangsmanagement hineinzudrängen. In den Schulen sollen sie wieder kommen, die Masken in den Innenräumen sollen sie kommen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln sollen sie kommen. Der Kollege Schallmeiner von mir hat sich selbst auf die Schulter geklopft für die sinnentleerten Massentests, die in unserem Land seit 2020 stattgefunden haben, wo wir die Einzigen waren, die damals dagegen waren und gesagt haben, diese werden nichts bringen. Heute wissen wir, sie haben nichts gebracht. Selbst der Ärztekammerchef aus Oberösterreich, der Herr Peter Niedermoos, hat gesagt, diese Massentests haben nichts gebracht. Und schaut man sich die Sterbezahlen und die Wellenbewegungen an, sind Länder wie beispielsweise Schweden weit besser dran, denn dort gab es weniger Tote. Also diese Bundesregierung hat nichts anderes gemacht als Zwangsregime eingeführt. Und dann gab es bis hin zum Impfzwang, den sie ja dann selbst wieder zurücknehmen mussten, weil sie die draufgekommen sind. Auch das bringt nichts. Das heißt, sie haben die Leute nur unter Druck gesetzt und das soll jetzt weitergehen. Und daher sind wir der Meinung, dass es jetzt endlich Schluss sein muss. Im Übrigen hat selbst die WHO angekündigt, die Pandemie sei so gut wie vorbei. Joe Biden hat gesagt, die Pandemie ist vorbei. Nur in Österreich wollen sie es nicht wahrhaben, weil sie Freude daran gefunden haben, wie man die Menschen unter Druck setzen kann. Wir sind die Einzigen, die immer dagegen gehalten haben und wir werden das auch jetzt machen und daher fordern wir auch jetzt ein Ende sämtlicher Maßnahmen und auch ein Ende dieses Maßnahmengesetzes. Es ist Zeit, den Bürgerinnen und Bürgern ihre Freiheit zurückzugeben. Es ist genug gequält worden, es ist genug eingesperrt worden und es wurde genug verächtlich gemacht, nämlich verächtlich gemacht der Bürgerinnen und Bürger, die sich dagegen gestemmt haben. Es darf auch keine Diskriminierungen mehr geben für Personen, die sich eben nicht testen, nicht impfen lassen wollen und die auch keine Maske tragen wollen, weil diese Masken genauso wenig bringen, wie wenn sie ohne Maske gehen. Und wenn Sie es von den Regierungsparteien immer noch nicht beirren, dann sind Sie offensichtlich die Einzigen in diesem Land. Die Bevölkerung ist hier Gott sei Dank schon einen Schritt weiter. Und daher fordere ich Sie noch einmal auf, lassen Sie dieses unsägliche Maßnahmengesetz endlich sein. Schaffen Sie es ab und geben Sie den Österreicherinnen und Österreichern ihre Freiheit zurück. Dagmar Belakovic von der FPÖ war das. Sie warnt vor einer Wiedereinführung der Masken. Die Menschen würden unter Druck gesetzt und sie fordert ein Ende der Maßnahmen.